Der Oster-Countdown aus Dilbrecht läuft weiter, Tag 35. Heute geht es um Maria, die Mutter Jesu. Maria, in Deutschland ein durchaus halbwegs beliebter Vorname. In den Jahren 2006 bis 2018 wurde er insgesamt 16.000 Mal vergeben. Das entspricht so ungefähr dem Platz 111 in der Namenshitliste. Viel beliebter ist die französische Fassung Marie gewesen. Seit 1995 eine der beliebtesten weiblichen Vornamen. Der Name Marie ist und Maria ist verknüpft, verwandt, ähnlich zum Namen Miriam, Mirjam und natürlich Mia und Mary. Im Neuen Testament gibt es mehrere Marias. Heute geht es eben um die Mutter Jesu, die allein schon durch ihren Namen verbunden ist mit der Geschichte des Volkes Israel, mit der Geschichte des Volkes, das widerspenstig war, weil es Angst hatte. Das wird so geschildert im Kontext des Todes der Miriam. Im 4. Buch Mose, Kapitel 20, Vers 1 wird geschildert, dass sie stirbt. In Vers 10 benennt Mose das Volk als widerspenstig. Und zwar so widerspenstig, dass Gott ihnen nicht die Gnade schenkt, das verheißene Land in dieser Generation noch sehen zu können. Außerdem ist Maria verbunden über die Genealogie, also den Stammbaum Jesu, mit der Geschichte des Volkes Israel. Interessant in diesem Stammbaum, so wie er im Matthäusevangelium am Anfang steht, ist das, was nicht regelmäßig ist. Regelmäßig erscheint in diesem Stammbaum, es fängt an beim Abraham, Abraham zeugte Isaak. Und regelmäßig geht es so weiter, X zeugte Y. Ausnahme zum Beispiel, David zeugte Salomo mit der Frau des Uriah. Und am Ende heißt es, Jakob zeugte Josef, den Mann Marias, aus der geboren wurde Jesus, genannt Christus. Matthäus 1, Vers 16. Das ist eine abweichende Formulierung, die schon klar und deutlich macht, dass Josef nicht der Vater ist. Aber schon zwei Verse danach wird das Rätsel aufgelöst, dass es der Heilige Geist ist, der für die Vaterschaft zuständig war. So wurde sie berühmt in der Kirchengeschichte als Jungfrau. Aber auch umstritten war diese Aussage, denn wörtlich steht da eben nichts von einer Jungfrau, weder im Alten noch im Neuen Testament. Maria war allerdings sehr jung. Sie war verlobt und sie hatte offensichtlich mit ihrem Mann noch keinen Geschlechtsverkehr gehabt und auch mit keinem anderen. Matthäus 1, Vers 22. Und das alles ist aber geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hatte, der da spricht, und zwar in Jesaja 7, Vers 14. Siehe, eine Jungfrau wird schwanger werden sein und einen Sohn gebären, und sie werden ihm den Namen Immanuel geben, das heißt übersetzt Gott mit uns. Bemerkenswert ist auch, dass sie, die Maria, von Gott nicht überrannt wird. Anders als in anderen außerchristlichen Geburtserzählungen hat Maria die Möglichkeit, in den Plan Gottes einzuwilligen. Diesen Plan Gottes mitzugehen, mit ihrem eigenen Denken, Wollen, Fühlen und Verstehen. Denn in Lukas 1, Vers 38 steht geschrieben, da sagt sie, es soll an mir geschehen, was du gesagt hast. Und so ist es passiert. Die Maria an mehreren Stellen, sie bewegte die Worte, die Engel ihr überbrachten, den Menschen überbrachten, in ihrem Herzen. Auch
Die Rede der Hirten bewegte sie besonders in ihrem Herzen. Sie war ebenfalls unter dem Kreuz und sie gehörte auch zur ersten Gemeinde. Sie hatte ein bewegtes Leben, hat viel erlebt. Sie hat aber auch bewegende Worte gehört. Meine Frage an dich: Welche Glaubensworte bewegst du in deinem Herzen? Hast du in deinem Herzen bewegt? Gibt es einen Bibelvers, der dich über lange Zeiträume geprägt hat? Welches waren die bewegenden Worte Gottes für dich? Und wie hat der Heilige Geist dich in deinem Weg Leben bewegt? Zweite Herausforderung: Lies Lukas Kapitel 1, Verse 26 bis 56 und Lukas Kapitel 2, Verse 1 bis 20. Nimm dir wieder 15 Minuten Zeit, bewege die Worte in deinem Herzen und sprich darüber mit Jesus, unserem Heiland und Herrn. So wünsche ich eine gesegnete Zeit.